Also da richte ich mich dann wirklich nach euch. Ja. Ach ja, es gibt übrigens eine Neuigkeit. Oh je, das kann nichts Gutes sein. Es gibt eine Neuigkeit in Betreff auf die Chillen mit Vitus SDE Streams. Humpi hat mich schon ausgelacht dafür. Manche Kollegen wollen nichts mehr mit mir zu tun haben, deswegen. Ich habe mir trotz allem einen Server eingerichtet. Mhm. Da geht auf Mainstream, Leute. Kapiert ihr das? Da geht auf Mainstream. Ey. Und Thorsten, du hast sowas von damit auf die Schnauze fallen? Ich habe Leute, die ersten Stunden habe Leute. Ich gespielt und ich bin auf der Schnauze mitgefallen. Hm? Leute, wisst ihr was? Haltet euch nicht mit den Hasskommentaren dazu zurück. Mit diesem neuen Projekt. Mhm. Haltet euch nicht zurück. Mhm. Sagt ihm eure Meinung dazu. Mhm. Ist das jetzt gerade ein Aufruf für ein Hate? Das müsstest du jetzt am besten wissen. Du hast es provoziert. Der hat jetzt gerade ernst. Also Funke hat jetzt gerade ernsthaft. Ich habe gesagt, die sollen ihre ehrliche Meinung dazu schreiben. Ja. Die ehrliche Meinung interessiert mich immer. Mhm. Ja, und? Hab ich doch gesagt. So, und wenn du sagst, Leute sollen mit Hasskommentaren antworten. Ich sagte, sie sollen ruhig ihre Hasskommentare dazu auslassen. Mhm. Das ist. Die sie sonst auch zurückhalten würden. Warum sollten die Leute das tun? Weil sie dich eventuell mögen. Mich mögen Leute? Ernsthaft? Hier. Ach, glaubst du es einfach nicht? Nein. Okay, es sind ja nicht alle so wie ich, aber. Ne? Stimmt, es sind nicht alle so Arschgeigen wie du. Stimmt. Nein, also kann es da durchaus mal Leute dabei geben, die dich so mögen vielleicht. Oh Gott. Fühle ich mich jetzt geehrt. Was du das jetzt erzählt hast, fühle ich mich richtig geehrt jetzt. Mhm. Also, wirklich? Mhm. Wir werden es in den Kommentaren sehen. Wir werden es in den Kommentaren sehen. Ja. Da fühle ich mich richtig geehrt. Ja. Boah, geht's noch? Ja. Deinetwegen muss ich mir hier den scheiß Berg hochquälen? Verarschst du mich? Und hinter mir hupen sie schon? Weil du das nicht auf der Greie kriegst? Meine Herren. Mann. Nee, aber wie gesagt, doch. Weil man. Ich habe festgestellt, ich habe mir so ein paar Add-ons installiert für das Spiel, klar. Ich habe mir auch schon ein paar Mods installiert. Dafür. Und ehrlich gesagt, es sieht, auch wenn es Blöckchenbildung ist. Jetzt ist schon, ne? Das weißt du aber. Nein. Auch wenn es Blöckchenbildung für sich beansprucht, es sieht nicht schlecht aus. Es gibt nur ein Spiel mit so einer Funk. Ehrlich gesagt, nee, es gibt mehrere Spiele, die halt auf stark auf Blöckchenbildung setzen. Wenn ich sagen würde, ja, man kann die ganze Welt auseinandernehmen und wieder so zusammenbauen, wie man es möchte, dann würde ich es wahrscheinlich verraten, aber sowas würde ich ja nicht tun. Was würde ich ja niemals verraten? Dass man eine ganze Welt komplett auseinandernehmen kann? Leute, ihr wisst schon was. Manche Sachen zusammenbauen? Oder andere Leute nennen es Craften. Ja.
Und man kann auch in die Höhlen reingehen, also auch in die Minen. Ne? Ja, es... Wie gesagt, Mainstream halt. Jein. Doch. Jein. Doch. Ne, weil ehrlich gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, was ist denn das hier für eine Scheißstraße? Was ist denn das hier für eine Abfahrt? Ah, okay. Das heißt, ich fahre rauf auf der Autobahn und fahre sofort wieder runter. Hä? Das muss ich jetzt nicht so ganz verstehen, ne? Wenn du mal was verstehst. Ich verstehe mehr als du. Ja. Unter anderem verstehe ich Humor. Entschuldigung, der musste jetzt einfach sein. Humor? Was willst du mir... Du willst jetzt nicht ernsthaft sagen, dass du Humor verstehst? Doch. Okay. Stell dir mal vor, hier ist kein Fastpass. Das gibt's so gut wie nicht. Doch. Der Brückenzoll ist das, glaube ich. Und wenn wir jetzt hier gleich mal sind, dann stellen wir uns mal ganz kurz hier hin. Das muss hier ein richtig geiles Panorama sein. Schalten wir schon mal die Warmlenkanlage an. Weil das Panorama, das will ich jetzt einfangen. Okay. Ja. So, noch ein Stückchen bitte nach oben. Weil ihr sollt natürlich auch was sehen. Es gibt übrigens für den ATS jetzt. So. Bleiben wir hier mal eben stehen. Handgrenze gleich mal rein. Gleich macht's Knirsch und er liegt unten im Canyon. Nein, ich stehe auf der Brücke. Das sieht hier mal richtig geil aus. Das sieht echt richtig geil aus, ja? Das sieht aber hier richtig gut aus jetzt, ja? Was? Thorsten, es ist nicht diese eine Brücke in den USA, die sich hier ja so pendelartig bewegt hat. Nein. Okay, ich wüsste jetzt so spontan gar nicht, welche Brücke du münd. Jetzt überhaupt meinen könntest. Thorsten, die existiert nicht mehr. Die hat sich nämlich durch ihre Eigenschwingung hat die sich hier... Die hat sich hochgeschwungen und dann ist vorbei gewesen. Richtig. Na, aber jetzt mal ernsthaft, Leute. Das sieht doch hier richtig Hammer aus, oder? Das sieht hier richtig geil aus, oder? So, komm. Komm, nehmen wir jetzt mal ein bisschen Fahrt auf. Lassen wir den Kollegen noch vorbei. Und rein. So. Na, aber wie gesagt, wenn diese Folge rausgekommen ist, wird wahrscheinlich schon der erste Stream, der einfach Just for Fun Stream, also machen wir ja auch häufiger. Wird der erste Stream mit Sicherheit schon mit diesem geilen, mit diesem interessanten Spiel schon gelaufen sein, mit Sicherheit. Bitte, tu nicht solche Adjektive davor nehmen. Bisschen neidisch. Ja, warum frage ich überhaupt? Natürlich ist er neidisch. Nein. Doch. Nein. So, komm. Du bist nicht neidisch. Nein. Ah ja. Ich bin eher froh, dass ich es nicht hab. Irgendwie immer gespielt hab. Ah ja. Du bist froh, dass du es nie gespielt hast. Okay. Das sieht cool aus. Naja.
sieht man ein bisschen von der, Blöckchenbildung ab, aber du kannst halt wirklich, was halt wirklich interessant ist, du kannst aus der, du kannst die gesamte Welt komplett auseinandernehmen und wirklich so zusammenstellen, wie du das haben willst. Kannst du zum Beispiel bei Space ja, Engineers genauso. Ah ja. Da, Limo, genau, da verzieh dich bitte. Also zumindest, soweit ich weiß, kannst du hier auch die ganzen Asteroiden, wenn du älter bist, kannst du komplett auseinandernehmen. Ah ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem mit einem großen Planeten ist. Mhm. Wie tief du da runterkommst, weil da sagt mein Rechner irgendwie nö dazu. Zu wenig Arbeitsspeicher. Was? Ja. Was? Zu wenig Arbeitsspeicher dafür? Irgendwie schon. Du hast doch auch 16, oder? Ja. Aber das sagt einfach bep, bep. Ich mag nicht mehr. Bist also du? Ich denke mal, das ist ein Bug. Ja, wahrscheinlich. Weil das würde ich dann gerne mal ausprobieren. Wie gesagt, du musst bloß hier auch mal die Tutorial spielen irgendwie. Da das Einführungstutorial, da geht das schon los. Mhm. Wenn dazwischen und dann spielt dir das System ab. Das Spiel spielt mir ab. Okay. Kann es nicht auch zufällig an der Grafikkarte liegen? Nee, weil mir der Arbeitsspeicher voll läuft. Das sehe ich ja. Es kann natürlich jetzt am Grafiktreiber mit liegen. Das kann durchaus sein. Aber der Speicher läuft da voll einfach. Okay. Habe ich auch noch nie erlebt. Ja, wie gesagt, das kann ein Bug sein. Doch, hatte ich schon gehabt. Bei manchen Spielen ist mir der Arbeitsspeicher so vollgelaufen, dass mir das komplette System eingefroren ist. Das ist mir auch zum Beispiel bei hier Ork passiert. Mhm. Passiert mir auch immer mal wieder bei Ork. Mhm. Da liegt aber wie gesagt daran, was die dort verwenden von den Gamebox Schrott. Weil es Nvidia ist. Weil es Nvidia gesponsert ist, genau. Weil du ja ein Gegner von Nvidia bist. Es ist so, dass das Gameworks Schrott ist. So, absatteln bitte. Thorsten, wenn man solche Bibliotheken hat und die Zugänglichkeit anderen Herstellern nicht ermöglicht, wo alle anderen hier Hersteller Open Source benutzen, damit die hier auch Fehlerbehebung machen können und nur Nvidia ihr Gameworks hier geschlossen hält und sagt hier, ja, die Leute können ja alles reverse-engineeren und so weiter, um ihre Grafiktreiber zu optimieren. Dann gute Nacht. Ja, aber an dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns mit Sicherheit in der nächsten Aufnahmesession vom ETS diesmal wieder. Und bis denn dann. Ich sag dann bis denn und tschüss.